Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Morhun Schatzjäger 3. Wir machen jetzt weiter und zwar gut gemacht. Weiter zu Tafel 17. Ja, ab ins Level 17 auch. Warum ist da oben ein Fragezeichen? Natürlich nicht. Ich glaube irgendwie, wenn die Schüsse aus der Kamera rausgehen, dann treffen die einem auch nicht mehr. Das kann sein, dass ich das kann. Natürlich trifft er mich auch. Das ist eigentlich auch schade. Warum hat er mich jetzt noch getroffen? Der war doch schon längst tot. So ein Cheat oder so, eine Cheat-Funktion, dass man mal nicht neben hat oder so. Ja, wir gehen diese scheiß Leben echt auf den Kranz. Nicht so schnell wieder weg. Fuck, kann man den besiegen? Den kann man nicht besiegen! Oh Gott, ist das ein mieser Gegner. Ich hasse Gegner, die man nicht besiegen kann. Ach, das war der Mist. War das der Mist hier mit dem scheiß Level, was ich damals so gehasst hatte? Nee. Hier aus dem Duckmodus rausgehen, dann die scheiß Schlange töten. Hier hoch. Checkpoint aktivieren, wichtig. Ohne Checkpoint bist du echt verloren. Hier sind sogar gleich zwei Schlüssel. Weil ich sehe keine Kiste. Unbesiegbarkeit, perfekt. Sicher wichtig. Das ist ein Fragezeichen. Oder will ich jetzt nicht hin? Da muss ich da hin? Also warte, ich hasse es, wenn du nichts siehst. Hier, da muss ich hin. Fuck, das ist ein Checkpoint. Ja, ich will ihn nicht aktivieren. Fuck. Was? Ich stand doch gar nicht darunter. Betrug. Ich stand überhaupt nicht darunter. Ich hab's genau gesehen. Der stand nicht. Man kann das nicht genauso machen, dass man nicht mehr darunter steht. Alter, jetzt spring doch mal. Die Steuerung, ey, die geht mir so auf den Sack. Dass jemand schon einfach nicht akzeptiert, dass man drückt. Nee, kein Bock. Komm, das ist so fies, ey. Hier kommst du auch gar nicht durch. Du musst einfach nur durchlaufen. Okay. Da ist das Ende. Oh Mann, da unten kann man nicht. Wie soll man da unten hinkommen? Aber bestimmt über das Fragezeichen. Oh Gott, hätten wir zwei Herzen bekommen. Egal, machen wir weiter. Weiter geht's. Achte auf frei schwebende Plattform. Oh nein. Meine Hassdinger. Meine Hassplattform. Frei schwebende. Scheiß Schwebeplattform. Ich hasse sie. Wo steht da unten ein Fernseher? Alter, der hat mich sogar noch getroffen, einfach. Gott, das ist das ein Kacklevel. Sogar Level, die sind sogar ziemlich geil. Oh, muss ich den Stein nicht schieben? Ich glaube, das ist nämlich die Schlange. Warte, ich möchte jetzt einen Check machen. Oh, jetzt ist genau das falsche Timing, habe ich hier. Genau, jetzt. Muss ich nur das richtige Timing haben. Fuck. Ich habe jetzt Angst. So, hier müsste jetzt auch noch ein Fahrstuhl kommen, genau. Dort. Dann glaube ich mal hier mich irgendwo ducken oder so. Nee. Warte, wo soll ich denn jetzt hier hin? Ach, ich muss von die Plattform auf die Plattform. Muss ich nochmal hier auf die rauf. Dann. Ich
fahre doch nochmal zur Sicherheit nochmal eine Runde. Yes, geschafft. Okay. Wir waren nicht so schlimm wie die anderen Level. In den nächsten Gewölben gibt es angeblich eine Schatzkammer. Genau. Oh nein, wir sind schon wieder innen drin, ne? Jetzt habe ich aber kein Leben verloren. Alter. Das hat ja die Schlange mich diesmal. Warum ist da ein Klo? Das Klo. Ja, komm, ich habe doch. Ich habe übrigens auf Springen gedrückt. Er hat es wie immer nicht angenommen, Alter. Schlimme Sprünge in diesem Spiel. Oder muss ich von hier aus so hoch? Nee, komm ich nicht. So, jetzt. Aber. So, hier ist ein Pfeil. Hier ist wieder eine Mumie, die mich natürlich trifft, obwohl ich gesprungen bin. Hört sich immer noch an wie so ein sterbender Hund. Ich mag übrigens auch keine Hunde. Also ich bin kein Fan von Hunden. Da ist ein Achtungszeichen, das heißt, ich muss die Fledermaus da anbringen. Nervenlos, also wo muss ich jetzt hin? Oh Gott, ey, solche. Ach genau, das ist der Scheißteil. Und fahren diese Loren durch. Und ich hab's verkackt. Ach Gott, ich habe jetzt nicht gesehen, dass da unten in dieses Teil da war. Ich muss hier also warten, bis es. Moment, hier muss ich hier weiter. Muss ich warten, bis das Ding hier reinfährt, wieder zurückkommt. Da muss ich drauf springen. Damit dem Scheißteil fahren. Genau. Muss ich irgendwo abspringen. Jetzt hier drauf, wieder ducken. Was? Ich bin auch gesprungen. Och, geht eh diese Stelle. Ich hasse sie. Jetzt muss ich das Level von vorne machen, Alter. Leckt mich doch am Sack. Entschuldigung, jetzt wegen den Ausdrücken, aber es geht mir echt. Okay, ich mach ganz kurz einen Schnitt. Würde ich sagen, bis gleich. So, ich bin wieder da. Hoffentlich schaffe ich jetzt endlich diese Kackstelle. Ich finde die echt nervig. Die ist so mies, diese Kackstelle. Im Prinzip ist die eigentlich fast gar nicht möglich, weil du brauchst halt hier recht gutes Timing. Also recht gute Moves. Yes! Hier ist ein Checkpoint, ey. Zum Glück. Keine Munition. Das Problem ist bei dem Scheiß. Alter, warum kann ich denn den jetzt nicht angreifen? Ich kann ihn nicht angreifen. Ein Leben muss man ja auch. Alter, ist doch schlimm, Alter. Das ist total verbuggt. Ich kann ihn jetzt nicht angreifen, weil ich den ja nicht schlafen kann. Ich hab gedrückt. Vielleicht hätte ich jetzt nicht die Heilung daneben sollen. Also muss man ein Leben muss man ja opfern. Endlich. Genau, dann klettern wir nämlich hier hoch. Diese Scheißstelle verbuggt. Mies. Alter. Wie soll das wirklich sein? Da durchzukommen. Ohne zu schießen, ist das doch nicht möglich. Alter, warum verliere ich denn da ein Leben? Da war doch das scheiß Leben da oben ein. Das ist ein Checkpoint. Oh mein Level geschafft, ey. Scheiße, ist das mies. Schlimmste Level bisher. Vergeudet deine Munition nicht, du wirst sie brauchen. Ja, vielen Dank auch. Ich bin auch immer jemand, der aus Versehen hier auf die Taste. Ich starte gleich neu. Da habe ich keinen Bock drauf. Hier kann man nicht rüberspringen, das ist das Problem. Hier denkt man direkt, man kann rüberspringen, aber ist halt nicht so. Dann kannst du nur in den Tod springen. Da kann ich mal ein Level machen, was eigentlich mal abwechselnd einfach ist. Warte, ich will auf die Fledermaus warten. Hier ist Munition, perfekt. Ich bin schon mal. Ich bin schon, dass
trifft. Was? Warum bin ich jetzt hier gestorben? Alter, das ist geil. Ah, warum fahre ich denn jetzt hier runter? Warum fahre ich denn jetzt hier runter? Ich habe doch gestoppt. Ich habe übrigens auf nach hinten gehen auch noch gedrückt, dass ich da nicht runterfalle. Und trotzdem fällt er da runter. Oh Gott, dieses Spiel ist ja fickt, verbuggt einfach. Das ist noch mehr verbuggt als Bugboss. Das ist dieser scheiß Fledermaus da schon wieder im Weg. Scheiß Vieh, ey. Also jetzt geht mir auch wieder irgendwie da auch. Nö. Jetzt hab ich auch keine Munition mehr. Drauf springen kann. Die Heilung brauche ich nicht. So, ja. Mich einfach nur hier weg. Die Heilung nehme ich gerne mit. Wow, scheiße. Alter, warum fällt man hier so oft runter, ey? Fledermäuse legt mich echt ab. Checkpoint, gut, den kann ich auch jetzt gebrauchen, Alter. Heilung unbedingt wichtig. Ohne Heilung geht's ja gar nicht. Wenn es diese Heilungsdinger zwischendurch nicht gäbe, dann wärst du mich gestört. Hängen wir noch die Nummer 21 nochmal dran. Zwei Drittel des Wegs hast du hinter dir. Okay. Wir sind schon fast vom Ziel, also. Also nicht mehr so weit ist es nicht, auch nicht mehr. Ist nicht mehr so weit. Hier durch, dann nehme ich den Schlüssel da. Alter. Ich bin einfach neben den Gegner gelandet. Und das Herz da oben möchte ich gerne haben. Mein Leben möchte ich. Das erspare ich mir nicht. Jetzt muss ich da auf so eine fliegende Plattform warten, oder nicht? Der Schnelligkeit in der Stelle ist es echt nicht so leicht. Vielleicht ist nicht die Heilung nehmen sollen. Bitte geht's erstmal da weg, du Scheißkrebs. Was auch immer das darstellen soll. So, der ist tot. Ich muss auch mal merken, wie viele Schläge die ganzen Gegner machen. Zum einen, welches unverbrauchbar ist. Alter, wie soll ich das denn schaffen, wenn er mal wegrennt? Wie soll ich den ja ausweichen? Fuck, wie soll ich denn da vorbeikommen? Einfach so. Wie soll denn das gehen?
Alter. Ich kann doch schießen. Ich hab doch vorhin Munition eingesammelt, Edith. Wir warten, bis er hier fertig ist. Da ist so ein Ding, aber ich scheiße jetzt drauf, weil ich keinen Bock mehr habe hier. Fuck. Das ist schon wie Lego Star Wars. Die komplette Saga, da gibt's nämlich auch sowas wie bei dem Kamin. Da ist sogar noch ein Leben, geil. Kann man eigentlich Levels auch öfter spielen? Unbesiegbarkeit, um hier wieder runterzukommen, soll es wahrscheinlich sein. Zumindest mal ein glückliches Ende. Und ja, ich würde sagen, weitermachen wir erst in der nächsten Folge. Erstmal mache ich einen Schnitt. Bis zur nächsten Folge. Ciao!